Ja, sonst hätte ich es nicht gemacht. Für mich ist ja, da es ja um Menschen geht, die ja eigentlich immer so auch die grundsätzlichen Probleme mit sich rumschleppen, die gleich bleiben. Dass man sich entscheiden muss zwischen Liebe, persönliches Glück und Erfolg und Geld. Meist, oft, sehr oft. Und wie verhindere ich, dass ich arm bleibe? Es kommt ja aus einem insolventen Haushalt und muss sich da irgendwie durchlavieren, ohne dass er irgendwie ein großes Tool hat. Er hat keinen Abschluss, aber sein Aussehen und seine leidenschaftliche Art. Und dann kann man eben aus nichts viel machen, auch wenn es dann nur eine Switchung der Persönlichkeiten ist. Ist es eigentlich immer dieselbe Frage, die eben auch sagt, dadurch, dass es zwischen zwischen Arm und Reich immer eine größere auseinandergeht, Aristokratie, die eben der alles besitzt, das ist ja heute noch so, was damals so, und es wird, glaube ich, auch, die werden auch nicht verschenken. Aristokraten, glaube ich nicht, dass es so schnell passiert. Ist es immer relevant? Ja, und dann gleichzeitig sagen, wie er sagt, das ist eine große romantische Geschichte, dass beide dieselbe Frau lieben, wissen wir, aber sie nicht. Das ist, dass Menschen eine Lust auf romantische Geschichten haben, also zusammen irgendwas zu erfahren oder wo man sich darüber auseinandersetzt und nicht einfach konsumiert alleine eine Actionstreifen oder eine Art, weiß ich, schmalbrüstige, völlige überdrehte Komödie. Weil es ist so, ich nenne das mal die Ökonomie der Figuren bringt Dramatik und Dramaturgie, Verdichtung, Dramaturgie, und dann hat es Konsequenzen. Und dann haben die eine Geschichte. Und wenn immer eine Frau nach der anderen, dann kommt die nächste, dann wird sich auch bei ihm nichts verändern. Und ich wollte aber, dass Kroll reflektiert über das, was ihm das kostet. Das tut ihm ja auch ein bisschen mehr weh und dann hat es mehr Wumms. Naja, das ist auch mit dieses Sekt oder Selt, das meine ich jetzt nicht unbedingt, aber das Fließende, das, der Kuckuck sagt ja, das ist eben das Reisen, das ist das Wandern und dass man letztendlich das Reisen, also das ist ja ein großer Bestandteil auch von der ganzen Philosophie von Kroll, diese Weltsehnsucht, das Offene, das Fließende, Flüsse in die Meere und er endet ja am Ende wieder und schaut aus Wasser, das, was ja das Leben bedeutet und wo man dann sagt, auf zu neuen Ufern, zu neuen Abenteuern und das Weltumfassende. Und das hat in dieser Zeit auch noch dieses Naive, diese Grand Tour. Das ist nicht wie heute, wo der Globus klein ist und alle googeln das ganz schnell und sagen, ach so, da, was Magisches, was Großes. Und dann gibt es so was Träumes. Champagner hat ja auch sowas, plötzlich trinkt der Venosta, sagt Champagner. Und das ist Perl, also hast du mal einen Champagner-Rausch gehabt, nur aus Champagner? Das sieht eine ganz andere Küste, als wenn man Bier trinkt, das sage ich mal. Das schwebt dann. Das sind die Mitarbeiter, also Daniel Kielmann und ich hatten wahnsinnig Spaß, uns über diesen Kosmos-Mann zu unterhalten. Dadurch war die Basis. Dann konnte man das neugierige Schauspiel, die drei, rüber transportieren mit dem Kameramann Marc Achenbach, Szenenbildner Josef St. Johanser, dann mit Helmut über die Musik, dass man Leute begeistern konnte, die das geliebt haben. Und dann kannst du Leichtigkeit nebenbei machen, ohne dass du das, es muss auch leicht werden. Es gab dann eher die Freude an dem Stoff. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass du dann trotz der ganzen Krise, die während des Drehs war und diese Unsicherheit, um Gottes Willen, ein Abbruch, Drehbuch, 2 Monate, ich wusste schon gar nicht mehr, wir müssen vollkommen neu teilweise casten. Katja Flint hat abgesagt, dann musste diese, Nosbisch hat dann zugesagt und da mussten wir Dinge um, also es war doppelte und dreifache Arbeit dann, aber wenn es dann leicht aussieht, lohnt sich's.
Ja, am Anfang, ich wollte dann, dass sie mit Lamborghini fahren oder Ferrari und dann reingehen ins Hotel und da ist die Zeit stehen geblieben, wie es halt teilweise heute ist, wo reiche Menschen sich treffen und sagen, hallo, wir tun mal so, als wenn wir ganz elitär reich wären und lassen die alte Zeit aufleben. Es wirkte dann aber ambitioniert und eher, als wenn man damit was ausdrücken will. Und dann haben wir das auch umentschieden, weil die Sprache eben so eine künstliche, die nie so gesprochen wurde, glaubt ja kein Mensch, dass da man, das ist eine Thomas Mann künstliche Sprache, eigene Welt. Das passte dann besser. Ja, aber dann ein Instagram-Hochstapler wäre wahrscheinlich. Aber das ist dann doch auch profan. Er macht es halt anders. Und vielleicht wäre er trotzdem noch ein Aristokrat, der sich ausgeben würde, in der größten Krise so zu tun, als wenn er wüsste, wie man da raus kann, ohne eine Ahnung zu haben.